Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach an vielen Stellen Deutschlands, wenn wir nicht den Lockdown hätten. Heute haben wir mal das ebenfalls sehr zeitlose Thema, war ich derjenige, der Gaslighting gemacht hat oder meine Freundin. Ich kann solche Sachen natürlich immer, logischerweise kann ich nur ja, Hinweise geben, wo man weiter darüber nachdenken kann, aber ich glaube schon, dass diese das eine sehr interessante E-Mail ist. Ich packe den Link nochmal hier drunter. Wir haben jetzt einen sogenannten Discord-Server für die jüngere Generation unter uns, die das schon kennen, aber ist für alle natürlich, sind auch schon 200 Leute drauf. Ist so eine Art Austauschplattform. Ja, wenn das was für euch ist, kommt, schaut gerne mal vorbei. Es kann im Prinzip... Also gibt es so einen Bereich für alle und es gibt noch einen Bereich, wo man gewisse extra Bereiche hat, wenn man YouTube-Kanalmitglied ist oder ein Twitch-Subscriber. Und ansonsten gibt es den neuen Bindungsängstler-Kurs zu buchen, schon mal als Frühbucherpreis und die Selbstliebe-Challenge Advance und der Ex-Detox-Kurs geht im Februar los. Und wer noch in die Paarberater-Ausbildung einsteigen kann, kann sich auch noch melden. Gut, jetzt aber mal los. Hallo Christian, ich bin seit einem Jahr aus einer toxischen Beziehung raus, habe immer noch große Selbstzweifel, wer von uns der Plus- oder Minuspol war. Ja, es geht vielen so. ja, es ist immer die Überlegung, wer war wem zu Diensten sozusagen, wer hat wen kontrolliert, wer macht nach der Beziehung mehr Terror, das sind immer auch gute Fragen so in dieser Hinsicht. Aber letzten Endes ist es einfach wichtig, also gerade, ich vermute, also ich schätze mal, meistens schreiben wir ja die Pluspole. Auf jeden Fall würde ich, hast du das Recht für deine eigene Sichtweise, das kann ich dir auf jeden Fall gleich vorab schon sagen, so, ne? Nach der Trennung erst habe ich von Begriffen wie Gaslighting, toxische Beziehungen, Narzissmus gehört und war auch mittels deiner Vlogs habe ich mich gut informiert. Plötzlich erkannte ich recht deutlich meine vielleicht Position in der Beziehung und immer wiederkehrende Muster in den 4 Jahren zusammen sein. Ja, vertrau auf deine eigene Wahrnehmung. Das ist wirklich was, was man üben muss, so nach solchen Erfahrungen. Trotzdem bin ich komplett unsicher, ob ich nicht doch Schuld für das Scheitern trage. Ja, jetzt nehmen wir mal an, du hast Gaslighting erlebt. Das ist ja gerade der Effekt, den Gaslighting hat, dass man sich selber komplett in Frage stellt. Gaslighting heißt natürlich nicht, also Gaslighting ist ja diese Art, also Sachen verdrehen, eine gewisse Art von zu lügen und Sachen völlig anders darstellen. Heißt jetzt überhaupt nicht so, dass sich da jemand hinstellt und sagt so, jetzt gaslighte ich mal mein Gegenüber, sondern ja, das ist oft ein unbewusstes Muster, was eben dazu führt, dass sich auch der Mensch, der vielleicht Gaslighting macht, sich auch als Opfer sieht und das verwirrt dann wiederum komplett und ja, es ist so, ist nicht so leicht, ne? Aber wenn man an dem Receiving End ist von Gaslighting, das ist ja gerade der Effekt, dass man sich selber komplett in Frage stellt, so, ne? Und da heißt es wieder, ja, auch du hast ein Recht auf deine eigene Wahrnehmung und hör drauf, was deine Intuition dir sagt, was da passiert ist, so, ne? In der Beziehung gab es immer wieder Situationen, wo meine Freundin sagte, sie hätte etwas gar nicht gesagt. Das, gut, also wenn sie es wirklich gesagt hat und du weißt es einfach, das wäre jetzt zumindest ein klassischer Fall von Gaslighting, sagen wir mal so, ne? Und ich hätte es noch falsch verstanden, obwohl ich mir sicher bin, dass es so war. Gut, wie gesagt, ich kenne natürlich deine Freundin jetzt nicht, aber falsch verstanden, wenn es jetzt wirklich, wenn es so ein Fall war von, ihr habt über das geredet und sie sagt, dann haben wir nie drüber geredet, das wäre so klassisches Gaslighting. Ansonsten falsch verstanden, also falsch verstanden fühlen kann man sich natürlich in jeder Beziehung, ist ja klar. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich so war. Half ich hier im Haushalt? Sollte ich es so erledigen, wie sie es gewohnt war? Ertappte sie mich dabei, es auf meine Weise zu erledigen? Gab es Grundsatzdiskussionen darüber, dass ich immer ihre Autorität in Frage stelle und untergrabe, dass ich immer und alles nur so machen will, wie ich es möchte und ich sie unterdrücke? Boah, ja, hört sich auf jeden Fall an nach einer recht toxischen Beziehungsgestaltung, sag ich mal. Und hört sich überhaupt nicht gut an. Und ja, also ich höre es so raus, dass du es alles so machen sollst, wie sie es will. Und dann wärst du natürlich ja in so einem Muster, wo du kontrolliert wirst und dich nicht frei gestalten kannst.
Und also man muss immer diese Muster suchen von Lovebombing, Kritik, Abschuss, so. Gucken wir mal weiter. Gut, das lese ich jetzt mal nicht vor. Da hatte ich auch noch so Konflikte, wenn sie irgendwas über ihre Familie gesagt hat und du hast dann was dazu gesagt, dann hat sie dich auch angemeckert. Aber gut, das ist vielleicht jetzt nicht so spezifisch, sag ich mal. Klar, es ist ihre Familie. Gut, kommen wir wieder zu euch. Wenn wir zu ihren Freunden gingen, sollte ich doch bitte diese Hose und dieses Hemd anziehen. Oh, das ist fucking toxisch, wirklich, ey. Also du kannst rumlaufen, wie du willst. Und sorry, also es ist deine Freundin ist nicht deine Anstandswauwau. Und ja, also das finde ich persönlich auch. Oh, das finde ich ganz schlimm, wenn eine Freundin irgendwie so erziehen will, was man anziehen soll. Und dann kriegt man wirklich noch Sachen vorgesetzt, die todlangweilig sind und die man im Leben nicht anziehen will. Und oh, also das ist deine Sache, wie du dich anziehst. Und ist nicht, das Recht hat sie nicht, ne? So, aber wie gesagt, wenn du es mitmachst, machst du es mit. So, ne? Es ist halt oft so, wenn es Menschen sind, die selber so einen Anspruch an Perfektion haben oder die sich selber für zutiefst unperfekt halten, kann das manchmal dazu führen, dass man die ganze Umwelt kontrollieren will, durch Kritik und weil man sich selber einfach nicht für gut genug hält und das im Minuspol eben nicht sich gegen einen selber richtet, sondern gegen den Partner dann so. Und ja, ist bad place to be, will man nicht sein in so einer Beziehung so, ne? Und hat mit Liebe nicht so viel zu tun, so. Bist gar nichts. Aber dein Thema, vielleicht sagst du, ja, ich habe sie irgendwo geliebt, aber du möchtest dir überlegen, wo hast du dich selber geliebt in dieser Beziehung, so, ne? Das ist für dich dann vielleicht die Frage. So, weil ich mich aber oft einfach nicht danach fühlte und ein anderes Shirt anzog und eine andere Hose, zog sie sich auch nochmal komplett um und gab mir die Schuld, warum es so lange dauerte. Ja, wenn man immer die Schuld kriegt, ist auch nicht gerade so das beste Zeichen, so falls es wirklich immer so ist. Es musste alles perfekt sein, bei ihrem Freund verhielt sie sich komplett anders, war lustiger, selbstsicherer und hatte scheinbar ein besseres Selbstwertgefühl. Davon hatte sie nicht viel, wenn wir alleine waren, obwohl ich immer sagte und glaubte zu zeigen, dass sie für mich wundervoll seien. Ja, wenn jemand das nicht fühlt, da kann man als Partner nicht viel machen, so, ne? Kannst diesen leeren Eimer nicht füllen, so, ne? Das muss sie selber machen. Was mir auch auffiel, war ihr Streben nach Dingen und Erfolgen, die andere in ihrem Freundeskreis besaßen und hatten. Sei es die große, schöne Wohnung, der Garten, das Auto, das scheinbar perfekte Familienleben der anderen. Ja, gut, Neid ist ja in Deutschland weit verbreitet, aber ja, offensichtlich ist sie mit ihrem Leben nicht zufrieden, aber das ist eigentlich das ist ihr Problem, das ist nicht deins auf jeden Fall, so, ne? Du musst sie erst nicht ermöglichen oder musst sie sich selber erschaffen dann, ne? Sie wollte auch das all das und lebte, wie ich das empfand, in einer Art idealer Traumwelt. In den Jahren gab es unzählige sinnlose Streitereien. Ja, solche Beziehungen sollte man irgendwann einfach mal sagen, habe ich keine Lust zu führen, egal wer welches Label kriegt oder wer daran Schuld hat. Also oft ist es wirklich das Beste zu sagen, wir sind einfach nicht kompatibel. Ne? Es passt einfach nicht. Anstatt jetzt nach Labels zu suchen oder wie man das nennt, einfach zu akzeptieren, es passt nicht, es passt nicht, es passt nicht, es passt nicht so, ne? Die ich einfach nicht begriff und die Lösung war oft Sex. Ja, es ist so, dass viele Männer in diesen Streitbeziehungen bleiben und versuchen, das ist so die Toxik für Männer häufig, dass sie dann ihre Frauen retten wollen und sie ist, wie sie ist. Ne? Also offensichtlich ist sie sehr unzufrieden in ihrem Leben, aber das kannst nicht du heilen. So, ne? Mir ging es dann irgendwann auch nicht mehr so gut. Sie wollte mir helfen, aber ich ließ mir nicht helfen. Ich überwand dann diese Phase, drehte mein Denken beinahe komplett um, beschäftigte mich mit ja, Philosophie, Meditation und anderen Dingen noch. Ab da begann die Beziehung in die Brüche zu gehen, denn ich erkannte verschiedene Muster, die auf Gaslighting oder vielleicht sogar Narzissmus hindeuten. Ja, kann ich jetzt wie gesagt nichts zu sagen bei die Ferne, aber wie gesagt, ich mit Narzissmus habe ich sowieso immer ein bisschen meine Schwierigkeiten, aber ich finde es tatsächlich leichter, so diese toxischen Kommunikationsmuster zu erkennen. Und wenn du Gaslighting wahrgenommen hast, hast du Gaslighting wahrgenommen. Das ist deine Wahrnehmung und wenn sie eine andere hat, hat sie eine andere so, ne?
Und konfrontierte sie damit, was ich denke, ihre Reaktion war heftig und hält heute noch an. Sie wurde laut, gab mir für alles die Schuld. Ja, wenn man immer für alles die Schuld kriegt, ist man definitiv in der falschen Beziehung. Ne? Also das muss ich schon sagen. Ne? Ich wäre nie für sie da gewesen. Ich hätte mich nie um sie gekümmert, nie eingekauft. Meine Entwicklung wäre schlecht. Sie hätte immer nur das machen müssen, was ich wollte. Und ja, hört sich also ein bisschen so an, als wenn du hättest machen sollen, was sie will. So, ne? Und hört sich nicht so an, als wenn du da, was man ja nicht gern hat in der Beziehung, so einen Freiraum gehabt hättest, wo du dich entwickeln kannst, darfst, sollst und man gemeinsam in eine Koevolution geht. Und hört sich nicht gut an. Hätte ich, glaube ich, auch keine Lust, da drin zu sein. So, sie sagte, ihre Freunde hätten schon lange gemerkt, dass es ihr immer schlechter ging, wie sehr sie leidet. Ja, dann soll sie rausgehen aus der Beziehung. Also hätte sie auch rausgehen können. Ja, ist ihr gutes Recht. Aber sie habe mich immer in Schutz genommen, damit sei nun Schluss. Sie kann mich nicht mehr in Schutz nehmen. Ja, vieles kommt mir bekannt vor, sagen wir mal so. Dann begann sie mich zu kopieren, verwendete einfache Informationen, zum Beispiel, dass ich mich mit Philosophie beschäftige und behauptete, sie hätte sich schon viel früher damit beschäftigt. Auch Gefühle begann sie zu kopieren, ganz schwierig zu erklären. Ja, also dass Leute einen kopieren, es ist ja auch mein täglich Brot. Ich hasse das wie die Pest, aber was willst du machen? Also wenn Leute oder wenn dann, bleiben wir mal bei deiner Freundin, wenn sie kein eigenes, ich mal sagen, nicht so viel hat im Leben, dass sie daraus eine eigene Kreativität kommen kann, dann muss sie vielleicht andere kopieren, weil sie selber es einfach nicht kann, ne? Kann man eigentlich, muss man eigentlich Mitgefühl für haben, so. aber das sozusagen, du darfst dich dann natürlich abgrenzen. Also, wenn sie weiter nach der Beziehung, wo einfach Schluss ist, es ist Schluss, es ist Schluss, es ist Schluss, und sie weiter da irgendwie so einen negativen Einfluss auf dich haben will, indem sie dann sagt, ich bin jetzt die geilere Philosophin, das ist natürlich super ätzend, ne? Sie rief meine Freunde, meine Familie an und erzählte ihnen die Sicht der Dinge. Oh, boah. Das finde ich sehr toxisch, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist so ein bisschen das Problem manchmal, was auch immer jetzt mit deiner Freundin da ist. Wenn jemand dann so absolut stur ist und beharrt, also da, wo du stehst, du stellst ja alles in Frage, ne? Bin ich so, bin ich dies, habe ich das richtig wahrgenommen? Sie ist genau auf dem anderen Ende, also da hat das Universum euch gematcht sozusagen, dass sie, denke ich, davon ausgeht, dass sie auf jeden Fall recht hat und von allen Menschen nur hören will, ja, sie hat recht, sie hat recht, sie hat recht, sie hat recht. Und sich auch bloß nicht sich selber in Frage stellen will. Aber auch das ist not your business, ne? Also, du hast dich getrennt. Ich würde auch jetzt die üblichen Sachen hier raten, kein Kontakt, keine Informationen. Und dann soll sie, hör auf, da zu gucken, was sie macht. Und ja, dann kopiert sie dich halt. Oder ja, hat sie halt ein ähnlich, fängt sie halt ein ähnliches Hobby an wie du. Ist manchmal so in Beziehungen, ach, was auch immer sie da macht, zieh dich da nicht, lass dich da nicht reinziehen. Ne? Ihre Freunde, nee, es waren alles nur Halbwahrheiten, nur ihre Sicht der Dinge. Ja, sie darf aber auch ihre Sicht der Dinge haben, ne? Auch wenn sie dir nicht passt, du darfst auch deine haben. Ne? Ohne zum Beispiel auf die eigentlichen Auslöser einzugehen. Gut, die Sichtweise auf Beziehungen ist immer extrem gefärbt, ne? Aber trotzdem, du darfst auch ganz klar deine haben, auch wenn das ein völlig anderer ist. Ne? Und du sagst, ey, das war super toxisch für mich, super ätzend, darfst du haben, also lass dich da nicht rausbringen. Ne? Musst nicht auf ihre Spur gehen da, ne? Dann wird sich ja quasi wieder, wenn du so willst, gaslighten lassen. So, ne? Ihre Freunde bemitleiden sie bis heute. Ah, ja, okay. Sagen jetzt, sie sei nicht mehr die von früher, sie sei gebrochen. Ja, aber es ist ja nicht schön, aber sie wird jemand Neues finden, denke ich. Und ja, wenn sie sich nicht gut fühlt nach der Beziehung, das sind ihre Gefühle. Also ich kann jetzt aus dieser Mail nicht lesen, wo du irgendwas Gravierendes gemacht hättest. Und wenn sie sich jetzt nach der Beziehung schlecht fühlt oder sich da als Opfer darstellen muss, dann muss sie das machen. Auch das ist nicht dein Problem so, ne? Und ich kann nur auch immer wieder sagen, dass ich weiß jetzt nicht, was mit deiner Freundin ist, letztlich, ne, aber dass ich gerade so die, wenn ich mal sagen soll, so die Minuspole
oft als die allergrößten Opfer sehen. So, ne? Und man denkt wirklich, what the fuck, ey, also dass doch das passiert, das passiert, das passiert, wie kann sich dieser Mensch als Opfer sehen? Aber es funktioniert. Also, es sagt. Und mal ganz ehrlich, wenn man es mal auf so einer, wenn du dich schon mit Philosophie beschäftigst, ey, jeder darf seine Version der Welt haben. Du musst sie nicht unterschreiben und du musst sie dir nicht reinziehen. Du darfst dich abgrenzen von dieser Person. Aber mal ganz ehrlich, sie darf sie haben. Und solange sie jetzt auch, wie soll ich mal sagen, den keine, was weiß ich, mit ihrer Sichtweise der Dinge jetzt nicht irgendwelche Grenzen überschreitet, die dich so noch auf eine ganz andere Art betreffen würden, ja, lass sie. So, ne? Und dass ihre Freunde, da sollen ihre Freunde, natürlich halten die zu ihr. Ich meine, das machen, das ist der Job von Freunden, ne? Ja. Ich beginne in einigen Wochen eine Psychotherapie. Ja, super, weil ich wissen möchte, ob ich verrückt bin. Mir mein vermeintlich positives Verhalten alle Jahre nur eingebildet habe und ob ich nicht vielleicht, also du hörst dich schon sehr an wie jemand, der erst auf der co-abhängigen Seite ist, aber wie gesagt, es sind nur so Gedanken, die ich jetzt so habe, weiß es natürlich letztlich nicht, aber es wirst du in der Therapie schon rauskriegen. Und ob ich nicht vielleicht der Narzisst bin oder der Gaslighter, ich bin total verunsichert. Ja, ich sage ja immer ganz gerne, wenn man schon drüber nachdenkt, ob man selber ein Narzisst ist, macht es das zumindest nicht wahrscheinlicher, dass man einer ist, so, weil das machen die eigentlich nicht, weil die sind sich ja völlig sicher, dass sie so im Recht sind. Und ja, also das spricht so ein bisschen dagegen, würde ich sagen. Und dann gibt es ja auch so einen Spruch, wenn man denkt, man wäre verrückt, ist man es sehr wahrscheinlich nicht. Aber gut, das ist jetzt nur so flapsig dahingesagt. Weil, wenn man wirklich verrückt ist, merkt man es wahrscheinlich gar nicht mehr. Also für mich hörst du dich tatsächlich eher an wie jemand, der einfach komplett verunsichert aus dieser Beziehung rausgeht. Aber das wirst du schon in deiner Therapie da bestimmt in Ruhe anschauen können, so, ne? Eine wichtige Frage beschäftigt mich seitdem. Erkennen sich die Narzissten selbst? Ja, ich würde mal sagen, in der Regel nicht, ne? Aber Ausnahmen macht es natürlich geben da. Also jeder hat die Chance, sich zu ändern, bin ich fest von überzeugt. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die sich nicht ändern können. Jeder, also wir haben ja so einen Spielplatz zur Verfügung gekriegt hier auf der Erde und jeder kann mitmachen, was er will. Und jeder kann die Richtung ändern, ne? So, oder auch nicht. Ich frage aus zwei Gründen, weil einmal wäre das, wenn meine ehemalige Freundin in Therapie geht, vielleicht zusammen, also hängst du auch ganz schön drin, das kann ich dir auf jeden Fall sagen, ey. Also wenn du sie für dich so für so toxisch hältst, ey, dann geh raus aus ihrem Leben. Also dann überlege ich nicht, ob ihr noch zusammen irgendwie eine Paartherapie macht oder so und weil da, also wenn das jetzt alles so stimmt, deine Analysen, warum willst du dann weiter mit dir zu tun haben? So willst du ja weiter, dass es dir weiter schlecht geht oder was? Aber gut, das kannst du ja dann besprechen. Ne? Würde es ihr helfen? Weil das, warum denkst du über sie nach? Soll sie Therapie gehen oder nicht? Ist ihre Entscheidung. Und was ist das dein Job, ob sie dann hilft oder nicht hilft? It's not your business, ne? Ihr seid getrennt. Also entweder ihr seid getrennt oder ihr seid nicht getrennt, so, ne? Zweitens, wenn ich doch der Täter bin und mein Weltbild selbst erdacht habe, erkenne ich mich dann selbst in der Therapie. Ja, das kannst du ja dann mit deinem Therapeuten besprechen, aber jeder hat Täteranteile, ne? Aber du hörst dich an wie jemand, der viel zu viel über sich nachdenkt. Oder sich zu, nee, sagen wir mal so, was ich nachdenke, ist ja in Ordnung. Sich zu sehr in Frage stellt, ne? Das finde ich schon, ja. Aber das kannst du ja da angucken, so. Also guck auf dich, würde ich sagen. Lass dich nicht so verunsichern von dem, was war. Mach ganz in Ruhe deine Therapie. Und also, wenn das alles so ist, wie du es hier schreibst, warum denkst du noch drüber nach, was ihr zusammen macht oder so? Oder ob du sie retten kannst? Das ist wirklich dieses Retterding. Also, weiß nicht, willst du da wirklich weiter Energie reingeben, wo, wenn du sowas über deine Freundin denkst, wie auch immer das eine Realität hat, wenn du das denkst über deine Freundin, warum willst du da weitermachen? Warum? Wozu? Also dann gib ihr auch nicht die Chance, dich irgendwie aufzuhalten im Leben so, ne? Ja, und erlaubt dir deine eigene Wahrnehmung zu haben. Also, das ist total in Ordnung. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.